smells musty in here. Ja, es stinkt hier. Karte. Irgendwas stimmt doch nicht. Er will die Karte nicht mehr aufmachen. Okay, dann halt ohne Karte. Tür müsste jetzt ja offen sein, genau. Hey, der nächste Schalter. Klick. Das wird die Tür da sein. Jo. Da geht's hoch. Ich will noch nicht hoch. Ich will erstmal gucken, was hier noch so ist. Eingestürzter. Was bist du? Oh. Haha, sehr schön. Notvorräte. Bringt diese Truhen so schnell wie möglich in den Burgfried. Prätorianer Hauptmann Gwendel. Ja, nee, lass mal. Komm mit. Komm mit. Jünger Stirnreif. 2 Rüstungswert. Warte mal. Das ist mehr als ein Stahlhelm. Ja, zieh das mal an, bitte. Das passt eher zu dir. 1. 1 plus 6 gegen Dunkel. So, weg. 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 Wie viel Schaden machst du? 20 bis 22. Wir sollten öfters auf die weißen Sachen achten, da. Die Ringe sind aber ganz normal, genau. Nix, nix. Bronzeaxt, beidhändig. Ja, nee, du bist ein Tank, du darfst das nicht. Tut mir leid, Derek, ich weiß, du würdest ganz gerne die Axt nehmen, aber. Warte mal, was waren das eigentlich für Wandererschuhe? Rüstungswert 2, Rüstungswert 1. Hätte ich schon wieder übersehen. Noch irgendwas? Schmuckarmband, Leinrobe. Plus 2. Ja, die da sind besser als die da. Gut. Also ganz viele Kisten, das ist schon mal schön. Und der Weg nach oben. Klick. Dann ist es auch nicht mehr weit, denke ich. Bis zum Akt 2. Oh, einer von den Räubern, die wir suchen, könnte noch hier drin sein. Also wir haben einen Auftrag bekommen für 3 Räuber finden von der einen Dame. Oder verwechsel ich da gerade was? Also einen hatten wir hier unten bei der Diebesgilde gefunden. Ich glaube, hier oben gab es auch noch einen größeren Kampf. Na gut, gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall werden wir jetzt die Tür öffnen können, die wir letztes Mal nicht öffnen konnten. Was? Oh. Eine Falle? Also nicht Falle, Falle auf dem Boden, sondern Falle. Wir hätten mal ein bisschen Zauberpunkte regenerieren können. Du mach mal ein Schild. Du brenn mal irgendjemanden weg. Oder versuch's zumindest. Oh, eine Elite ist dabei. Ja, die sind überall. So, du. Stimmt, umschlingen ist ein Angriffszauber, wurde gesagt. In den Kommentaren. Problem ist halt nur, dass es nicht nur ein Angriffszauber ist, sondern auch Crowd Control. Und wenn da so eine Mischmasch-Zauber sind, dann sind die meistens in dem einen nicht so wirklich gut. Also Schaden machen. 37 Schaden ist nämlich nicht so wirklich viel, wenn man das mit ihren 1500 vergleicht oder was. Deswegen machst du... Ja, okay. Es ist mehr als 19. Kostet genauso viel Mana. Okay. Du trinkst bitte einen Zaubertrank. Du haust, du haust. Geh rüber, wenn das betäubt. Elite-Miliz. Du brennst den. Du spottest den. Du trinkst einen Zaubertrank. Unser Schild scheint noch zu halten. Jetzt nicht mehr, okay. Du solltest eigentlich einen Heiltrank trinken, ja? Feuer. Spotten. Neues Schild. Dirk ist betäubt. Das ist nicht gut. Nicht gut. Du
nötigen Trank. Oh, Dirk ist wieder wach. Das ging ja schnell. Spotten, heilen. Dirk ist wieder betäubt. Arme Kerl. Steht auf, Pong, wieder betäubt. Steht auf, Pong, wieder betäubt. Du verbrenn den Elite-Miliz. Du spott ihn wieder. Du trink einen Zaubertrank. Okay. Weg mit dir. Girogon ist nicht mehr betäubt. Dann schieß auf den da hinten. Du mach ein neues Schild. Genau, kommt nicht durch. Gift tickt allerdings weiter. Schießen, schießen. 37 Schaden. Nee, komm, trinken. Wir haben nur noch 2 Gegengifte. Ja, nee, das, ich werde jetzt nicht ein Gegengift trinken, wenn wir in Gefahr sind, gleich wieder vergiftet zu werden. Also, Schaden. Wow, okay. Schieß. Schieß. Du darfst nicht mehr. Schieß. Bist du auch Elite? Nein, du bist ein normaler Räuber. Okay. Ja, dann fall jetzt bitte um. Und du bleibst dann hoffentlich ohnmächtig. Und wenn du wieder aufwachst, ist das Gift weg. Das ist jedenfalls der Plan. Und Talana genauso. So. Bei Yelena hat es schon mal geklappt. Piu, piu. Okay, bye bye, Talana. Talana ist bewusstlos. So. Test. Schlafen jetzt. Sie ist wieder vergiftet. Ja, okay, das klappt also schon mal nicht. Könnte eventuell noch geändert werden, dass wenn ein Schaf vergiftet ist und ohnmächtig wird, dass er dann nicht voll regenerieren kann. Sondern irgendwie nur bis zur Hälfte oder so. Ich glaube, so war es in alten Teilen auch geregelt. Warte mal. Warum geht die Karte nicht mehr? Also ich höre das Geräusch von der Karte, aber ich kann die Karte nicht aufmachen. Ich würde ganz gerne hier eine Markierung setzen, den Hebel bitte noch drücken. Ah, was soll's. Ah, okay, wir hätten die gleich zurück gemusst. 3 Nahkämpfer, das ist doch schick. So, du festwurzeln, dann blockierst du hoffentlich den Weg da. Du Feuer, und warum siehst du keine Schadensanzeige? Oh, ich glaube, weil die Tür im Weg ist. Okay. Du. Beide festwurzeln. Du bist ein Elite. Irgendwie fehlen hier auch ein paar Overlays gerade. Also die Anzeige, was für Spezialfähigkeiten sie haben, wie viele Lebenspunkte sie haben und so weiter. Na gut. Dann halt ohne töten. Chantry Kurzschwert. Oh, Talana ist bewusstlos. Das ist nicht so schön. Weg mit dir. Ja, nicht das da. Das da. Und weg mit dir. Wie jetzt? Kommen wir wieder zum Eingang? Das ist eine sehr komische Tür. So, du trink bitte den Zaubertrank, du trink bitte den Zaubertrank. Du gehst nicht auf. Haben wir einen Schalter übersehen? Oder müssen wir den Hebel da hinten wieder rückdrücken? Geht nicht. Wart mal. Gab es noch eine andere Abzweigung? Ja, gab es. Okay. Da geht's runter. Da geht's zu der Tür, die wir nicht aufbekommen. Die wir auch nicht aufbekommen müssen, weil wir können ja außen rum gehen. Klick. Erstmal Kiste. Lehrlingsstab. 17% kritischen Schaden Magie. Benötigt Expertenrang im magischen Foki. Das heißt, das ist der Upgrade zu der Kugel da.
Hinten ist wieder eine Tür, okay. Gerogan ist nicht mehr betäubt. Er war betäubt. Entschuldigung, Gerogan, habe ich gar nicht mitbekommen. Zauberer. They're attacking from the side. Nee, jo. Brenne. Hau. Hau. Weg mit dir. Warum immer auf Talana? Also ja, ich weiß, warum immer auf Talana, aber... So, brennen, brennen, brennen. Weg mit dir. Skrupelloser Zauberer wurde hinzugefügt. Eine Wache, die in ihrem Bett gestorben ist, mit voller Rüstung. Oh. Lederarmschiene. Stammesfäustlinge. Du nimm mal die Stammesfäustlinge. Du nimm mal die Lederarmschienen. Ein Rüstungswert. Ihr habt alle schon Handschuhe an. Und die Tanks nicht. So, das kann weg. 14 bis 18. Oh, warte mal, wir können jetzt das Schwert so machen. Also das Schwert ist zwar vom Schaden her schlechter als die Keule, aber ich hoffe, unsere Fähigkeiten kriegen jetzt ein bisschen rausgerissen. Schwere Rüstung minus 12. 15, 15. Ja, okay, das kann auch weg. Einserschuhe können weg. Du kannst weg. Den Stab behalte ich erstmal. So. Du trinkst den kleinen Trank. Davon haben wir 41 Stück. Sollten wir langsam auch mal aufbrauchen. Bücherregal ist nichts. Nichts, nichts, nichts. Okay. Tür scheint von woanders gesteuert zu werden. Irgendein geheimer Schalter beim Bett vielleicht? Nö, ich sehe nichts. Okay. Oh, Sackgasse? Aha. Ja, ich höre das rechts von uns klackern. Tada. Aber hier müssten doch eigentlich jetzt die Fallen kommen. Jo. Hallo. Usch. Schon stellt sich immer ein Weg, das war so klar. Schieß, schieß. Auch noch eine Elite. Und noch mehr, die sich in den Weg stellen. Komm schon, Jungs. No, it's not a good time. Du Spotten, du Wurzeln, du Feuer. Dreckiges K.O. Das geht ganz schön häufig, fällt mir gerade auf. Vor allem, er ist ein Tank. Er hat ziemlich viel Vitalität und Lebenspunkte und Rüstung sowie noch. Da sollte das nicht ganz so häufig gehen. Du Zaubertrank, du Zaubertrank. Gerogan ist auch betäubt. Rüstung. Feuer. Tirik ist wieder wach. Du Heilung. Du Feuer. Du Hound. Tirik ist wieder betäubt. Du Zaubertrank, du Feuer. Talana ist betäubt. Du Wurzel, du Hound. Weg, weg, weg mit dir. So, Eis auf dich. Pfeil auf dich. Nächste Runde müsstest du tot sein. Ja schon. Uff, 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 uff. Du Heiltrank. Du Heiltrank. Du Zaubertrank, Zaubertrank. Du Zaubertrank, Zaubertrank. Okay. Was zu plündern? Nee. Scheint wohl die Küche zu sein oder ein alchemistisches Labor. Ja, könnte beides sein.